Innocents slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What have we got ourselves into, Holmes? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Wir müssen in die Richtung, glaube ich, zu diesem einen Schiff. Ja, genau, hier war es rüber. Und zu Lucy. Die soll mir doch mal ein paar Takte dazu sagen, was diesen Liebesbrief betrifft. Es war, glaube ich, nicht die Frau, die hier vorne stand, sondern das war, oder? Who's your friend, Frank? We love a new face. Die müsste sich... Du warst das. Johnny Boy. So how was it with Champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? Ja, was wollen wir damit andeuten? Liebesbrief ist auf jeden Fall, hat damit zu tun, Champagnerflasche. Das könnten wir vielleicht als nächstes dann machen. Ja, die beiden fallen mir jetzt erstmal nur ein. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Ja, ja, aber die Champagnerflasche. Don't see what you're getting at. Won't be making friends around here if you keep that up. Dann nicht. Dann fangen wir noch mal von vorne an. Lucy, we only mean to help. No work. What do you? So, Liebesbrief. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. So, Garten. Das sind natürlich ganz andere Sachen. Zwei Personen waren zugegen. Stoff, hochwertige Seide. Ja gut, das könnte es natürlich auch sein. Aber zwei Männer. Jetzt geht doch nicht immer da hoch, Mann. Oh. Das war das mit dem. Fotografie. Ah ja, Fotografie von den beiden. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Okay. Tathergang. Champagnerflasche. Oder ist die Champagnerflasche das dritte? Das kann natürlich jetzt auch sein. Ich guck nochmal eben. Also Waschbären sind natürlich nicht drin. Tathergang ist auch nicht. Ach so, stimmt ja. Er hat ja noch den Verlobungsring. Ja. Arneson definitely paid. For a ring in your size, inscribed, my princess, my love, my heart. It is for you. Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh, my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans. Dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there. They swallow everyone. You mean the alligators? No, no. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Wir haben sie geknackt. Sag mal, Sherlock, kannst du einfach mal stehen bleiben? Also... Ich weiß nicht. Entweder muss ich einen anderen Controller nehmen oder keine Ahnung. Dieses Ding macht mich wahnsinnig.
Eine Flasche mit teurem Champagner. Da sollen wir auch drüber sprechen. Die Frage ist jetzt, sprechen wir mit ihr darüber? Who on earth would harm Errol? Anscheinend nicht. Okay. Teure Champagnerflasche. Could you help me? You better ask someone else about that. Vielleicht hier vorne? You both look tired. Lucky we have ways to lift your spirits. Oh Mädel, ganz ehrlich, ich will hier einen Fall lösen. Sag doch einfach, wenn du keine Ahnung davon hast. So. Can I ask you a question? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Ja, ich denke mal, dass wir wahrscheinlich auch eher in irgendein Geschäft oder sowas nachfragen sollten. Do you know anything about this? You better ask someone else about that. Naja. Müssen wir denn noch irgendwas kombinieren? Nee, da haben wir jetzt alles in grün. Sie sagte, dass es sich bei Boten des Todes um eine Bezeichnung der Einheimischen für weiße Lilien handelte. Ihn in die gefährlichen Sümpfe des Bayou zu folgen. Sie habe dann versucht, es ihm auszureden. Die Frage ist, kommen wir dahin? Oder müssen wir mit jemandem sprechen, der uns erstmal sagt, wo diese Sümpfe sind? Lucy erzählte uns von einer Legende, wonach ein Pfad in den Sümpfen jeden verschlingen würde. Das ist jetzt eine gute Frage, die hier auch nicht beantwortet wird. Ich denke mal, soll das ein Sumpf sein neben dem Fischerdorf? Ich bin mir nicht sicher. Wir können mal nachschauen, aber da kommen wir wahrscheinlich auch gar nicht rein, oder? Weil hier rechts kommen wir ja nicht weiter. Da ist ja zu. Das war ja die Sache mit dem Mord. Ich frage noch mal kurz bei dieser Kräuterfrau hier nach, ob sie mir irgendwie helfen kann. Wenn sie denn da wäre. Ist gar nicht mehr da. Okay. Ah, hier geht es anscheinend doch weiter. Mal schauen. Nee, da geht es aber in die Sümpfe rein. Da geht es nicht. Ich muss dann doch irgendwie... Oh, Hallöchen. Ich muss dann doch irgendwie da hinten hinkommen. Also, wenn ich da überhaupt hin muss, das weiß ich gerade nicht. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Ja, also teure Champagnerflasche. Moment, gehen wir das mal anders an. Im Fischerdorf wird wohl niemand was Teures verkaufen. Kreolenviertel, weiß ich nicht. Könnte sein. Chinatown wird wahrscheinlich auch keiner was Teures verkaufen. Der mit der Bar vielleicht. Kennt er sich da mit diesem Zeug hier aus? Ach nee, das müssen die trinken. My curiosity? No, I not heard about that. Sorry. Excuse me, just one question. No, I not heard about that. Sorry. Ja, das habe ich heute schon ein paar Mal gehört. Die sind da alle drin, aber wir dürfen da nicht rein. Warum auch immer. Das Problem ist, ich kann hier jetzt natürlich nicht einfach so jetzt immer schon Chinatown, oder? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Entschuldigung, dass ich sie angerempelt habe. Ja, jetzt sind wir hier auch schon in Chinatown. Das ist natürlich nicht so toll. Tja, also, ich müsste vom Fischerdorf, denke ich mir mal, dahin. Aber da gab es keine Möglichkeit, meine ich, darüber zu kommen, oder? Also, die Sümpfe, denke ich mal... Moment. Hat die nicht gesagt, dass die Boote verleiht oder Hello sowas? Hello again and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher.
Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. If you're going into swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. Sechstes Kapitel, der Ruf des Bayou. At least in Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place, Champagne, did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery, however dark it may be. Hell's bells! I told you to stay away, Doctor. That he did, Holmes. I rule these forms. No hiding from me here. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. Ja. Schade, dass das jetzt so ein blöder Übergang ins Kapitel war. Do you believe the sheriff that we won't escape? One cannot be hurt by superstition, Watson. Look, Holmes. Kann das einfach mal gerade fahren? Hallo, ich drück den Stick nur nach oben. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir hin müssen, nebenbei bemerkt. Ich kann auch nichts machen sonst, ne? Also das nur zur Info. Ich kann nichts also die Konzentration kann ich nicht verwenden und nichts. Mann. War das jetzt? How are you faring, Watson? Are you tired? Not yet, but I've more than had it with these damn mosquitoes. Komm, geh da durch. Okay, das war dann wohl eine Sackgasse. Ist halt blöd, wenn man nichts sieht. Dementsprechend sehe ich natürlich auch nicht, wo ich rum muss. Oh. Nein, 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 nein. Das ist schwerfällig, das Boot. Hallo. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt zwischendurch hier mal aussteigen muss oder so, aber ich denke mal nicht. Hier können wir... Hier können wir noch... Doch, da können wir doch weiter. So mehr oder weniger. Ich bin mir nicht sicher. Also, das sind alles weiße Blumen hier. Wobei die eigentlich von Lilien gesprochen hat, oder nicht? What was that, Holmes? Whatever or whoever it was, we should ready ourselves. Da ist ein X, da soll ich nicht rein, oder?
Na gut, wir wollen ja dahin, wo wir eigentlich nicht rein sollen, ne? Also schwimmen wir mal da rein. Also wir schwimmen nicht, aber... Okay, das war nicht gut. Das heißt dann anscheinend so viel wie Sackgasse, das X. Nehme ich an. Also nicht zum X. Oh, da hinten sieht es gut aus. Frage ist, müssen wir da jetzt anhalten? Anscheinend nicht. Hier ist jetzt auch wieder ein X drin. Ist das jetzt eine Sackgasse? Das wäre natürlich blöd. Am I hearing drums? Drums in the bayou? Oh, Leute, dreht das Ganze doch mal. Also, wir kommen dem wohl näher, weil das sind überall, schätze ich mal, so Warnhinweise hier. Ich folge wie immer dem Licht. Das haben wir ja schon bei The Last of Us gemacht. I think I heard something swim underneath our boat. Probably just a rotten log. Mhm. Hoffentlich. Did you hear that, Holmes? What do you see? A shadow. Nothing more. Okay. Halt. Da hinten ist Feuer, da müssen wir wahrscheinlich rum. Nehme ich zumindest an, weil, ne? Für die Idioten wie mich, die da nicht wissen, wo sie entlang müssen, haben die ja meistens in den Spielen Feuer aufgestellt, wo man sich da ein bisschen dran orientieren kann. So, das heißt wahrscheinlich hier links rum. If you told me when I binned your paper that we'd end up fleeing the law in a rowboat through the Louisiana Bayou. I dare say you would have hardly been surprised. Ich hoffe jetzt nur, dass wir uns nicht irgendwie im Kreis drehen oder so. Das wäre jetzt ziemlich blöd. Weil wir hier so, aber ja, wir sind so verschlängelt am Fahren. Ich hoffe ja immer noch, dass wir jetzt mal bald ankommen hier. Ansonsten nenne ich das fröhliche Fahrt im Sumpf. So, links ist auf jeden Fall kein Feuer. Hier rechts habe ich aber jetzt das Gefühl, dass wir wieder zurückfahren. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ob wir jetzt hier noch richtig sind. Oh, nicht kentern, nicht kentern, nicht kentern. The air is getting thicker, almost suffocating. The stench of death. All too familiar now. Oh, da war ein Alligator. Beziehungsweise ein Krokodil. Ja. Reeks of damp. We are more likely to sink in there than on our boat. Let's go. Abgesehen davon, dass Watson hier fast rausgeflogen wäre. Ja, wie, let's go? Wohin? Ja, ernst jetzt? Sind wir hier richtig oder ist das jetzt, das erste Rätsel, das wir hier durch müssen. Hinweis anheften. So, ne? Nach der blutenden Weide immer den Krähen nach. Meide Kreuze, die sich vor dir auftun. Ja gut, die haben wir gemieden. Folge dem Boten des Todes. Dann durchquere ohne Furcht die Flammen. Das haben wir ja... Ach so, die Flammen. Das haben wir im Prinzip gemacht... Dass es sich bei den Boten des Todes um weiße Linien handelt. Lilien handelt. Denen sollen wir folgen. Das haben wir jetzt nicht mehr gemacht. Aber wir sind den Flammen gefolgt. Das ist richtig. Aber dann nach der blutenden Weide immer weiter den Krähen nach. Welchen Krähen? Ich habe noch nicht mal Krähe gesehen. Puh. Können wir hier irgendwas machen? Noch nicht. Shall we investigate the area? Eigentlich schon, aber können wir nicht wirklich, ne?
Der duckt sich auch nicht und geht da auch nicht durch und nix. Tja. Wir müssen anscheinend doch weiter. Ich weiß es nicht. Da sind auch nochmal Flammen. Also Feuer halt. Careful of the gators, Watson. It is stupidity rather than courage to refuse to recognize danger when it is close on. Ups. Ja. Ich dachte, ich muss da... Oh, da kommt der Nächste. Ich dachte, ich muss da jetzt vorsichtig durchfahren. Aber so haben die das anscheinend nicht gemeint. Aber wir können auch nirgendwo anders hin, oder? Doch, wir können theoretisch noch nach rechts. Da sind auch noch... Da ist auch noch Feuer. Hier können wir auch nochmal anlegen. Zumindest scheinen wir uns hier ein bisschen bewegen zu können. Okay. Was ist jetzt? Bin ich ins Wasser gefallen? Ach so. Hä? Moment. Jetzt bin ich wieder... Hä? Also anscheinend bin ich jetzt gestorben, denke ich mal. Weil ich ins Wasser gefallen bin? Keine Ahnung. Vom Alligator gebissen oder so. Nehme ich mal an. Aber dass man da so einfach überhaupt ins Wasser reinfallen kann, das finde ich schon doof. Boah, ja, ich bin ja auch gar nicht nah am Rand hier. Hammer. Okay. Oh, ich höre die Alligatoren. Ich hoffe, die kommen ja nicht hoch. Holmes, hand me the rifle. I can shoot the ropes holding a few of those poor souls. Come on, Holmes, give me the right. Watson, stay calm, but be quick. An alligator has noticed us. Wie kann ich denn? Hallo? Ich kann das nicht richtig bewegen. Boah, ich kann mich überhaupt nicht richtig bewegen hier. Ach, da. Hä? Ja. Also so richtig. Oder kann ich vielleicht was anderes machen? Das könnten wir mal probieren. Come on, Watson, stay calm, but be quick. An alligator has noticed us. Ah, nee, ne? That's vicious. That's nature, Watson. Let's try not to annoy them. Auf jeden Fall sind sie jetzt nicht mehr hungrig. Aber hier ist jetzt nichts, ja? Wir sind jetzt quasi umsonst hier hochgegangen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ach so! Nee! Ach, ich verstehe, weil die jetzt rausgegangen sind zum Fressen, können wir an denen vorbeifahren, oder? Nehme ich mal an. Aber warum der mir die Leichen beim ersten Mal nicht angezeigt hat, verstehe ich nicht. Ich habe das jetzt zufällig gesehen beim Hingehen, dass da oben noch diese Leichen hingen. Hab mir dann gedacht, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Oh, Krähen. Moment. Von Krähen haben die auch gesprochen. So, da sind auch nochmal Krähen. Also tote Krähen. Hier auch. Also ich hoffe, dass wir denen folgen müssen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, da stand drin, wir sollen denen folgen. Achso, steht ja auch hier drin. Nach der blutenden Weide immer den Krähen nach, genau. Meide Kreuze.
Okay. That pier looks promising. Over there, Watson. Ah, da. We're approaching the Heart of Darkness. Hm. So froh wäre ich darüber, aber nicht. So, jetzt vorsichtig sein, nicht wieder reinfallen. Ich hoffe, hier kommen jetzt Landinsel. Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht irgendwelche neuen Gladiatoren. Alligatoren, meine ich natürlich. Ich denke mal, wir müssen den Weg hoch. Aber bevor ich hier irgendwas übersehe. Ah, ne, wir gehen am besten hoch. Also ich will dem Wasser halt nicht zu nahe kommen gerade. Ich denke mal, das ist verständlich. Nach allem, was ich jetzt hier erlebt habe. Oh, Moment, was ist hier? Wieder Blut. Personen noch am Leben. Wunde. Okay. Stiefelabdrücke des Herren. Hauses. Okay, also, er hat ihn hier wohl reingezogen. Haben wir hier sonst noch was? Weil er gesagt hat, wieder Blut. Schauen wir mal, ist denn hier noch irgendwas? Nicht, dass ich hier irgendwelche Hinweise übersehe oder so. Er hat ihn nach hier gezogen, ja, und weiter. Oha, was ist das? Ah. Oh, the smell of burning flesh, just horrific. Barfußabdrücke, unstete Bewegungen, verschiedene Größen. Könnt ihr nicht alle mal durcheinander reden hier? Jungs. Ganz ehrlich. Was mit dir? Du hast irgendwas gefunden. Thankfully it's not Arneson. Ich sehe auch niemanden. Achso, doch, ich sehe jetzt doch jemanden. Umgebung des Feuers. Haben wir irgendwas bekommen? Fotografie. Die können wir anheften, weil der Rest... Ach, hier. Schaurige Ritualkreuze wurden um das Feuer rum aufgestellt. Okay. Es ist von größter Wichtigkeit, ihn zu finden und zu retten. Ja. Hier haben wir auch noch ein paar Hinweise. Days old and rotten. Mehrere Tage alt, okay. Damp and moldy hay. The prisoners were kept like animals, slowly deteriorating under the gruesome treatment. Das glaube ich. A heavy weight scored impressions in the ground 1 inch deep. Okay, aber wir hatten noch zwei. Ah nee, da hinten ist noch was. Drei Sachen noch. The wood is swamp cypress, endemic to the area. Aha, aha. Das heißt, wir müssen also wieder was konstruieren, ja? The blood is dry. The axe has not been used for some time. A simple rope. This is how those poor people were crucified. Okay. The initials EA are embroidered with silk thread. Seide? Aha, das haben wir ja am Steg gefunden, wo die Finger waren. The prisoner's clothes tossed aside. Okay, okay, okay. Also eine Sache haben wir zum Konstruieren. Die Frage ist, ist es das hier, was wir konstruieren sollen? Ja, das ist eigentlich nur... Ah ne, hier links. Ah, okay. Da vegetieren die so leicht vor sich hin. Und das ist das Gleiche. Hä? Ach nee, das ist das hier. Ach so. Das haben wir jetzt gar nicht gesehen. Ja, das andere heißt wahrscheinlich, dass sie zerstückelt wurden. Also er hat ja gesagt, die wurden gekreuzigt. Also lassen wir das mal dran. Und das hier gehört anscheinend nicht dazu.
Mal schauen, was wir hier noch so finden. Jetzt hier nichts übersehen. Komm, lass mich drücken. Da hinten ist bestimmt noch was, ja. Bowls filled with blood. Kann ich das von hier aus machen? Weil da unten, naja, komme ich jetzt nicht ran. A worn blade, but clean and without blood. Okay. Handabdruck. Nur mit Daumen. Weil die anderen verwischt sind, nehme ich mal an, ne? Okay, was haben wir denn hier? Denen wird Blut eingeflößt, könnte sein. Oder das Zeug hier eingeflößt. Kann natürlich auch sein, dass sie getötet werden, ja. Das war doch jetzt... Ach so, dass er getötet. Nee, er kann nicht sein. Also nee, hoffe ich zumindest, weil den suchen wir ja. Und was ist das hier? Ist er das auch wieder? Das ist er auch wieder. Dann haben sie ihm was eingeflößt. Ja, das würde ich eher sagen. Hoffe ich zumindest. Weil er ja jetzt auch gesagt hatte, wir sollen ihn finden und retten. Sonst wäre das ja hier quasi schon zu Ende. Und dann wüsste er, dass er tot war. The handprint on this stone lacks four fingers. Da fehlen vier Finger. The victim's left hand clawed at the soil. Okay. Ach da. Sunken heels, the result of dragging a heavy body. Umgebung des Feuers. Das hat aber jetzt nur genau mit den Hinweisen zu tun. Da müssen wir nichts Neues machen. Die Frage ist, ist hier noch ein... Nein, hier ist kein Ort dafür. Aber da hinten ist noch was, habe ich gerade gesehen. Durch Reibung entstandener Kratzer. Ja, dachte ich mir schon, dass das auf die Tür hinweist. The tracks lead behind the stone slab. Ja, ich hoffe, das ist der letzte. Gehen wir nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe und da irgendwas getriggert wird oder so. Moment, hier ist noch was. This is not Arneson, just another unfortunate soul. Thankfully, Arneson isn't among the dead. Okay, ja, dann versuchen wir mal. Only this indentation was spared from blood. Oder wir versuchen nicht reinzugehen. Andererseits... Moment. Einer macht da hinten was. Achso, das ist aber jetzt ein Unbekannter, weil die haben ihn wahrscheinlich verschleppt. Genau das hier. Das ist das Wahrscheinlichste. Ich guck mir noch mal eben an, was die da... Moment, das ist... Ja, ja, doch. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Das lassen wir drin. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn jetzt... Ich kann doch nicht U drücken. Ich will das aber so, wie es jetzt ist, quasi einloggen. Ich nehme das so an, wie es ist, Leute. Ich möchte, nicht U, sondern Y meine ich natürlich. Ich möchte Y drücken. Wieso ist das hier gerade gelb gewesen? Habe ich hier irgendwas vergessen? Nö. Wieso kann ich hier das Ganze nicht ein... Ach, da fehlt noch ein Hinweis, oder? Da geht's noch weiter, kann das sein? Aber hier ist doch sonst nichts mehr. Komm, lass mich drücken. Da ist noch...
Nee, das ist Watson. I should be glad we're out of the water, but I'm not. Wir haben hier doch alles eigentlich gemacht, oder nicht? Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Das ist ja hier das Linke, nehme ich mal an. Und hier können wir ja nichts machen. Das bleibt ja so. So, das ist die Nummer 1. Die haben wir herausgefunden. Und dann nehme ich mal an, dass das dann hier so durchgeht. Und dann kommen wir von der falschen Seite aus daran. ich sehe hier im Dunkeln nichts mehr. So, das ist das zweite. Das ist das vierte. Fürs dritte fehlt uns noch ein Hinweis. Was ist das dritte? Das hier in der Mitte, oder? Das ist das dritte. Ach, das können wir... Ah! Nee, das ist das dritte. Moment. Ach so! Okay, Moment. Blutiger Handabdruck. Vier blutige Stellen. This had to have been Arneson. Das könnte er gewesen sein. Hier ist keiner mehr dran. Also es könnte theoretisch sein, ja. Und das andere ist wahrscheinlich, dass irgendjemand... Ah nee, dass er sich selber befreit hat, okay. Das gehe ich mal nicht von aus. Versuchen wir es mal, ob das schon reicht. Arneson was held captive in this cage until his abductors tied him to a cross and dragged him to the bonfire. Arneson was left hanging here for a while before being freed and led to the altar. At the altar, Arneson's captors performed a ritual on him and poured blood over his head. With Arneson now prepared, he was escorted to the sealed entrance. They used the mechanism with an indentation to open the passage. Ja, wo war der jetzt? In der Richtung, ne? Können wir den jetzt öffnen? Nö. Das heißt, das bringt uns jetzt alles nichts, oder was? Können wir hier nochmal was machen? Ach so, okay. That's a lot of blood, but probably not enough to be fatal. Seil noch? Both ends of the rope were cut cleanly. The captive was dragged through hell. Naja, das wussten wir ja schon, dass der weggebracht worden ist. Wir haben aber, doch, wir haben doch was Neues. Das können wir anpinnen. In der Vertiefung mit dem Öffnungsmechanismus muss ein Objekt gesteckt haben, das voller Blut ist. Ja. Frage ist, finden wir das? Ja. Und wenn ja, wo finden wir das? Das hier ist halt immer noch gelb. Das irritiert mich so ein bisschen. Ne, jetzt ist es... Doch, hier unten ist es immer noch gelb. Es wird immer kurz gelb. Ich weiß noch nicht, warum. If only the sheriff was kind and cooperative, our search for Arneson would be far simpler. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt... Ah, Moment. Aha. And covered in blood. Sehr schön. Dann gehen wir mal da rein. Na, ah, okay, dann können wir nicht mehr zurückkehren. Dann würde ich sagen, ihr seht mich ja gerade eh nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, weil wir da wieder den Ort verlassen. Und ja, schauen uns in der nächsten Folge an, wo es denn hingeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.